Hi und herzlich willkommen bei Let's Play The Walking Dead. Ich würde sagen, wir gehen ohne großes Gerede einfach mal zum Anfang des Spiels. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den Standardmodus. Und Episode 1. Los geht's. Diese Spielreihe passt sich den von dir getroffenen Entscheidungen an. Na, dann hoffen wir mal, dass wir nichts Falsches wählen. Episode 1, ein neuer Tag. Well, I reckon you didn't do it then. Haben wir das Verbrechen getan? Ich würde mal sagen, ja, keine Ahnung. Ich nehme einfach mal, warum sagst du das? Why do you say that? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the I didn't do it. Fangen die das jedes Mal an? Every time? Every time. So, jetzt können wir uns umschauen. Und schöne Aussicht da draußen. Ziele jetzt auf den Rückspiegel. Alles klar. Anschauen. I followed your case a little bit. You being a making boy and all. Ja, wir stammen aus Macon. Stammst du auch aus Macon? You're from Macon, Ben. Yep. Came up to Atlanta to be a city cop in the 70s. Always wanted to work a murder case. Like that senatorial mess you got yourself mixed up in. With all due respect. A real shame, that is. Hell, the whole family used to be regulars at your folks' drugstore right in downtown. Still there? Sure is. Good. Was können wir denn da anmelden? Das Radio. I got a nephew up at UGA. You teach there long? Got him a 6 year. You meet your wife in Athens? You wanna know how I see it? Dann schieß doch mal los. Sure. Sagt er was? Hallo? Regardless, could be you just married the wrong woman. Oder sie hat den falschen Mann geheiratet. Aufstände. Aha. Ja, ich bin hier gespannt, was jetzt passiert. Dann wählen wir doch jetzt mal das Radio aus. Any of that seem important to you? All of it, but that box never shuts up. Sit in this seat and pay too much attention and you'll drive yourself crazy. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over, right where you're sitting. All officers are available for incoming 217. Then before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. And I tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Oh man. Damn. Man? Not even close.
They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. It goes to show, people will up and go mad when they believe their life is over. Well, I got another good one for you. Oh, was kommt denn da? This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious. Alter, guck auf die Straße. Guck auf die Straße. Pass auf. This other time... Das klingt ja echt lecker. Das war natürlich sarkastisch gemeint. Oh, shit. Thirsty. Ah, fuck. My leg. Schöne Wunde. Das sieht ja nicht gut aus. Erstmal anschauen. Hey! Hey, Officer! Are you alright? I'm still cuffed back here! Den sein Gesicht nach. Nee, dem geht's nicht gut. Was haben wir hier drüben? Da ist eine Fensterscheibe. Ah, die kann man eigentlich. Dann machen wir sie doch mal kaputt. Und nochmal. So, noch was im Auto? Nein, dann gehen wir mal raus. Rupp dich, los! Raus mit dir. Aber ich muss sagen, die Grafik gefällt mir. Ist echt schön gemacht. Das tat weh. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Okay, wir können ja nur vorwärts. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Nehmen wir doch gleich mal das Gewehr mit. The officer's shotgun is over there. Looks empty. Keine Patronen. Ach Mann. Ist doch schön. Easier to carry with these cuffs off. Okay, wenn er die Handschellen los haben will, dann gucken wir doch erstmal zum Polizisten. Officer? God damn. Officer? Ja. So, da sind die Schlüssel. Dann klauen wir die doch mal schnell. Und sperren unsere Handschellen auf. Oh, du Tollpatsch. Echt. Nehmen. Warum hast du denn Angst? Das klingt nicht gut. Officer. Holy shit! What in the hell? What the fuck are you? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Get away from me! Patronen. Da war das Gewehr. Where are you? Shit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Will nicht sterben. Don't make me do this! Und Feuer! Headshot! So ist richtig.
Man. Man. Das möchte ich nicht anschauen. Stinkt nach Scheiße. Hey, wer ist da oben? Das ist ein Mädchen. Help! Krass. Go get someone! There's been a shooting! Nicht abhauen, bleib da. Oh oh. Was knistert hier denn? Hallo? Was kann ich denn jetzt machen? Och nö. Nicht noch einer. Oh, sogar zwei. Ja, das wird jetzt spaßig ohne Waffe. Boah, Tollpatsch, echt. Das wird jetzt eine große Party. Ein Glück können Zombies nicht klettern. Baumhaus. Hello? Anybody? Es muss bestimmt ein gutes Gefühl sein, wenn man hier ganz alleine ist und niemanden sieht. Aber gut, wir sind hier gerade an einem sicheren Ort angekommen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.